Einsatz im Namen des Herrn. Auf der A1 bei Vechta Richtung Dortmund erwarten überzeugte Schlachttierfreunde einen Schweinetransport. Ihre Mission: seelischer Beistand für Bruder Eber und Schwester Sau auf dem letzten Weg zum Schlachthof. Mit ihrer Aktion nach dem Motto „Die Würde des Schweins“ solidarisieren sich die Vegetarier mit ihren Mitgeschöpfen und bitten Fleischesser um Gnade. Wir versuchen, einen möglichst großen LKW zu bekommen, von dem wir ausgehen können, dass er eine längere Strecke fährt. Wenn wir ihn sehen, werden wir dann den anderen Bescheid sagen und dann uns versuchen, dahinter zu hängen und ihn möglichst lange beizubehalten. Ja, und dann für die Tiere selber bilden wir uns also ein, dass auch die Tiere irgendwo merken, dass jemand da ist und ihnen beisteht. Also für uns selber, für die Psyche, ist es eigentlich eine Sterbebegleitung für die Tiere, ne? Die Auserwählten kommen wie so oft aus heiterem Himmel. Flugs heftet sich die Eskorte an den Transporter. Vor allem auf Reisen ist der Seelentrost akut. Was also ganz, ganz wichtig ist, dass Schwein ein hochsensibles Tier ist und was auf diesen Transportwegen eigentlich alle Höllenqualen durchmacht. Ein Amtstierarzt hat letztens noch gesagt, dass gerade Schweine extrem unter der Reiseübelkeit leiden. Mit mentalem Beistand wollen die Tierfreunde den Schweinen im Transporter positive Kräfte übertragen, ihnen damit das Leid auf Erden erleichtern. Der Glaube an die Notwendigkeit einer Sterbebegleitung für Schlachtvieh hatte bezeichnenderweise seinen Ursprung in der Gemeinde Glauburg. Hier geben praktizierende Christen auch den Tieren in der Kirche Raum. Das Schicksal des Schlachtviehs vergleicht die Pastorin Christa Blanke mit dem Leidensweg Christi. Nach dem Tod gibt es auch für Schweine Hoffnung auf Erlösung. Für mich sind Tiere eindeutig Brüder und Schwestern. Und ich bin auch fest davon überzeugt, und viele von den Teams auch, dass sie in den Himmel kommen. Und ich persönlich wollte auch in keinen Himmel kommen, in dem keine Tiere sind. Das würde ich mir entsetzlich langweilig vorstellen. Also theologisch gesehen heißt es, ich gehe davon aus, dass auch für die Tiere es noch eine Zukunft gibt, die besser ist als das, was sie hier auf der Erde erlebt haben. Und dass auch jedes einzelne Schwein hat seinen Platz am Herzen Gottes und wird irgendwie dann in der Ewigkeit bei Gott sein. Seit der Aktion Kirche und Tiere können in Glauburg auch Ziege, Pferd und Huhn vom Pastor Gottes Segen erhalten. Mit den Tiertodestransporten leisten die Gläubigen jetzt Nächstenliebe vor Ort. Einmal in der Woche begleiten sie ihre Brüder und Schwestern bis an die Schwelle des Todes. Dafür ist ihnen kein Weg zu weit. Urlaubstage, Geld und Schlaf opfern die Schlachttierbegleiter für das letzte Geleit ihrer Schützlinge. Hartnäckig verharren sie in der Nähe des Transporters und lassen sich nicht abschütteln. Die Abhängmanöver der genervten LKW-Fahrer scheitern meist, denn mit Hilfe der Funküberwachung weiß die Eskorte längst, wo die Route lang geht. Den Tierversuche ist er auch, der Schweinefahrer. Aber er meint, wenn wir ihn fahren lassen, dann ist es ihm eigentlich egal. Und da vorne eine Spedition PS hat ihn gerade angefunkt und hat ihm das also gesagt, dass wir dahinter sind. Nach 3 Stunden Transportbegleitung ist Endstation im Schlachthof Bendermacher in Brühl. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Doch vorher wollen die Schlachtviehaktivisten ihren Schweinen zeigen, dass nicht alle Menschen schlecht sind. Behutsam bereiten sie ihre Mitgeschöpfe auf den bevorstehenden Tod vor. Für eine der Schwestern in Not bitten die Sterbebegleiter um Gnade, stoßen aber auf taube Ohren. Es interessiert sie jetzt nicht, dass dieses Tier da vielleicht gerade verendet. Natürlich, das ist mein Verdienst. Gut, aber. Aber ich kann nichts machen, es ist noch kein Schlachter da. Aber dieses Tier wird ja gerade durch seine Artgenossen, die ja in ziemlich enger Haltung da hinten auf dem LKW stehen, ja auch gerade ziemlich gedrückt und hat kaum Luft zum Atmen. Meinen Sie nicht, da wäre es, solange es doch noch lebt? Ich warte. Der Hausherr lässt die ungebetenen Gäste schließlich vom Hof vertreiben. So, da müssen wir leider den Schlachthof erstmal verlassen. Ja? Aber mit Ihnen können wir dann außerhalb des Geländes bitte nochmal sprechen. Ja, das ist wunderbar. Darf ich Ihnen Fragen stellen? Gut. Nee, Sie gehen hier bitte raus jetzt. Gut. Die Schweine gehen den Weg alles Irdischen. Doch die Missionare waren erfolgreich, denn sie sind nun von ihrer tierischen Menschlichkeit voll überzeugt.
Ich denke, die Tiere haben das genau gespürt, dass wir da gewesen sind. Die Regina hat die ganze Zeit ein Schwein gestreichelt. Und die Tiere haben das gemerkt, die haben die Ohren so aufgestellt und haben auch schon geschaut. Also mit hundertprozentiger Sicherheit haben die das gemerkt. Und während die Schlachter unbekümmert zur Arbeit schreiten, mahnt die Menschenkette der vegetarischen Schweineliebhaber die Fleischesser zur Einsicht. Denn sie allein haben ihre Geschwister auf dem Gewissen.